Herzlich willkommen zum Schafe im Nebel Podcast, der Podcast für Meditation und heute vor allem auch mit dem Fokus auf Entspannungstherapie. Wir wollen heute mal ein paar Übungen durchgehen, die man machen kann, wenn man emotional aufgebracht ist, wenn man wütend ist, wenn das Ich einen wieder so in der Mangel hat, wenn man im Prinzip wieder in, ja, nicht das bekommt, was man doch gerne hätte. Und das ist ja das meiste, wo wir uns drin befinden, wenn wir wütend, zornig, frustriert, angepisst, gereizt sind, dass irgendetwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Und das, was wir gerne hätten, ist auch nur ein Ast, nach dem wir greifen, in der Hoffnung, dass er uns Halt gibt, weil wir jetzt gerade etwas fühlen, was wir nicht fühlen wollen. Ja, das sind im Prinzip so Bedürfnisse. Bedürfnisse, Verlangen, Begierden, all das dient meistens nicht dazu, um etwas Gutes in der Welt zu verbreiten, um anderen etwas Gutes zu tun, zu schauen, dass es vielleicht mir und anderen besser geht, sondern meistens geht es darum, dass es mir besser geht. Ich mit meinen Problemen, meinen Gefühlen, ich will unbedingt dies und das erreichen, weil ich mir selbst so wichtig bin und das ist ja mein Leben und ich will das Beste aus meinem Leben machen. Und da geht es schon wieder los. Ich, mein, mir. Es ist alles schön und gut, Wünsche zu haben. Ja? Ich bin da auch überhaupt nicht dagegen. Ich selbst habe auch viele Wünsche und es spricht auch nichts dagegen, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Nur ist die Art und Weise, wie wir es tun und mit welchen Mitteln wir es tun und wie der Weg ist, der uns dorthin führt, wie wir daraufhin mit uns selbst umgehen, wie wir mit anderen umgehen. Denn oftmals sind diese Bedürfnisse und das Ganze erreichen wollen von Wünschen und Zielen meistens so ich-behaftet und dieses Ich mit dem Thema, dass man sich selbst irgendwie im Ich-Gefühl aufwerten will, dass man eine Trennung schafft in Ich und Du, dass man den anderen dadurch herabsetzt, dass man andere auch ausnutzt und manipuliert, dass man das jetzt manipuliert, um in das Nachher zu kommen und eigentlich alles nur so ein Mindgame ist, ja, in dem man sich selbst nur verarscht. Und das Ganze nur, um unliebsame Gefühle zu kompensieren oder zu unterdrücken oder zu überspielen oder dem liebsamen, dem unbedingt gewünschten Gefühl hinterherrennen will. Das ist halt, wie wir es schon oft hatten, aus dem Angstding heraus. Ja, mir wird was weggenommen oder ich will unbedingt etwas erreichen und hoffe, ich krieg's oder habe Angst, dass ich es nicht kriege. In dieser Getriebenheit sich zu befinden, ist äußerst anstrengend. Und wenn wir uns damit entspannen, dann werden wir merken, dass viele Bedürfnisse eigentlich Quatsch sind, verpuffen. Ja, momentan, das ist auch manchmal so, vielleicht kennst du das, wo du sagst, oh, ich habe das jetzt unbedingt gebraucht. Ja, und dann hat man sich da vielleicht irgendwie ein Kilo Eis reingezogen oder sowas. Und dann fühlt man sich zwar auch irgendwie gut oder besser, aber dann ist eigentlich nur, oder auch bei Zigaretten ist das so, für einen Moment ganz gut, aber eigentlich so auf Dauer, nachhaltig ist das alles nichts. Und viele Kompensations-, Bedürfnis-, Befriedigungshandlungen sind eigentlich totaler Bullshit. Und es liegt nur daran, dass wir einen Zustand haben, mit dem wir nicht klarkommen. Ja? Und wenn wir diesen Zustand, mit dem wir nicht klarkommen haben, wenn wir den haben, und dann noch unsere Bedürfnisse, die wir erhoffen, dass die erfüllt werden, ja, unsere Erwartungen, wenn die nicht erfüllt werden, dann ist ein riesen Konflikt, weil dann auf einmal das, was wir jetzt wahrnehmen, schlecht ist und das, was wir hoffen, gekriegt zu haben, nicht kriegen, ja, dann auch schlecht ist. Das ist wie zu Weihnachten, du packst dein Geschenk aus und es ist das Falsche drin. Ja, na super, toll, dann ist also alles umsonst und was ist? Du wirst wütend und wütend vor allem in erster Linie auf andere, auf das Leben, auf
Gott, sag ich jetzt mal so profan, auf deinen Partner, auf deine Eltern, auf alles andere. Und am Ende, wenn die sich dann alle verzogen haben und sagen, hier, du hast so einen Schaden, was ist, du wirst dann wütend auf dich selbst. Dann fängst du an und machst dich eben runter, weil irgendeinem einen musst du ja jetzt runter machen, damit du komischerweise dich in deinem Ich-Gefühl wieder stärkst. Und dem Ich-Gefühl ist es scheißegal, ob du selbst dabei drauf gehst oder nicht. Hauptsache, es ist irgendwie, kriegt sofort seine Befriedigung. Doch wir können an der Stelle etwas machen. Wenn wir nämlich spüren, dass wir wütend, jähzornig, hasserfüllt, unter Selbstmitleid leiden, uns zerstören wollen, andere zerstören wollen, dann können wir uns mit dem Gefühl auseinandersetzen. Wenn wir bei Wut, und bei Wut ist es so, dass Wut nur ein anderes Gefühl verteidigt oder überlagert. Ja, wir haben eigentlich ein Gefühl, und was sich nicht gut anfühlt, und legen darüber unsere Bewertung und Anschuldigung und daraus oder Erwartungshaltung und Bedingungen, ja, wie etwas zu sein hat, und daraus entsteht dann Wut. Und um diesem Gefühl einmal auf die Schliche zu kommen und sich mit der Wut auch mehr zu beschäftigen, ist eine gute Sache, die man machen kann, ein Wut-Tagebuch zu machen oder eine Wut-Unterhaltung. Du kannst deine Wut personifizieren. Ja? Wir hatten das ja schon mit dem inneren Team. Wahrscheinlich ist es sowieso schon eine Person, ja, die eine spezielle Grundhaltung hat. Und mit der unterhältst du dich jetzt. Und du kannst das sehr gerne auf ein Blatt Papier machen. Also nicht nur in Gedanken, sondern schreib es am besten auf. Denn wenn wir etwas aufschreiben, können wir auch da nochmal das, was uns im Inneren beschäftigt, nach außen tragen, somit mehr Abstand bekommen und es uns dann auch nochmal angucken. Ja, wir bringen sozusagen da nochmal die Beobachterrolle mit rein, die davon distanziert ist, ja, die auch da gar keine Wertung hat. Also es ist eher so wieder dieses Präsenzding, ja, also das Bewusstsein dafür. Alles, worauf Bewusstsein fällt, das verändert sich dann in dem Moment, wirst du es dann auch mitkriegen. Und dann lässt du deine Wut einfach mal reden. Du kannst dir immer mal Fragen stellen, aber lass deine Wertung raus oder versuch nicht mit Ratschlägen zu kommen. Oder es deiner Wut irgendwie gegenzureden, sondern sei einfach ganz bei der Wut und frag dann so, hey Wut, was liegt an? Und dann schau einfach mal, lass dir einfach Zeit und schreib einfach, wenn da kommt, ich hasse alle. Schreib das auf. Und wenn das ständig kommt, ich hasse alle, ich hasse alle, wenn es 10, 15 Mal kommt, schreib einfach auf. Lass den Stift einfach laufen. So, als ob es einfach durch dich durchfließen würde. Dann kannst du ja fragen, wer sind denn alle? Und dann warte ab, was da kommt. Ja, meine Nachbarin und mein Chef und mein Freund und meine Mutter und so, die gehen mir alle auf den Keks. Und was bilden die sich eigentlich ein? Und dann kannst du immer noch, du kannst das ja, wie sagt man, sozusagen spiegeln oder so, oder zu sagen, okay, ich sehe, du bist gerade ganz schön aufgebracht. Sowas, ja. Anstatt zu sagen, also keine Interpretationen damit reinbringen, sondern versuch da mal so neutral und nüchtern zu sein und einfach nur, wenn es mal stocken sollte, wiederzugeben, was die Wut gerade gesagt hat. Also du sagst gerade, du hast alle, vor allem auch deine Mutter, ja. Und dann schau mal, was kommt. Gib dir da ruhig Geduld und lass die Wut sich ausreden. Und es kann ein paar Seiten dauern, es kann auch ein paar Minuten dauern. Bleib einfach dran, bleib mit der Wut in Verbindung und hör ihr zu. Und du wirst überrascht sein, die Wut wird ganz viel erzählen, wenn man ihr mal zuhört. Und von dieser normalen Gedankenschleife, wie die vielleicht nur, ich hasse alle, ich hasse alle, ich hasse alle, ich hasse meine Mutter, geht es dann auch nochmal, warum und wieso. Und dann kommt man auch ein bisschen dahinter, dann kann sich das ausweiten, dann können noch mehr Gründe reinfließen und hinter diesen Gründen können auch noch Gefühle kommen. Ja, dann kommen wir dem Gefühl ein bisschen mehr auf die Schliche. Warum? Weil eigentlich wollte ich
dass man mir zuhört, aber nie hört mir jemand zu. Und dann kann man auch fragen, warum ist es dir wichtig, dass dir jemand zuhört? Ja, weil so und so. Und dann sind wir immer mehr bei dem Gefühl. Und wenn diesem Gefühl Raum gegeben wird und auch das sich dann ausbreiten kann, dann kann sich da was entspannen. Das wirst du merken. Also eine gute Idee ist es, ein Wut-Tagebuch oder ein Wut-Dialog zu führen. Ja, also nochmal gesagt, indem du die Wut einfach reden lässt, indem du Fragen stellst, die einfach offen sind, ja? So normale, wertfreie, nüchterne Fragen, die Interesse sind. So wie würdest du einem Freund zuhören, einfach nur wissen wollen, warum ist es so, ohne dass du sagst, ja, das ist aber gut oder ja, das ist schlecht oder das würde ich nicht so machen. Und wenn es mal ins Stocken kommt, dann ist auch einfach nur zu spiegeln, zu sagen, was du gerade wahrnimmst, ja, ohne die Wertung, also ohne zu sagen, ich sehe, du bist aufgebracht, weil, sondern nur, ich sehe, du bist aufgebracht. Ja. Wie fühlt sich das an? Was meinst du, warum das so ist? Ist dir das schon oft passiert? Wie hätte es denn sein sollen? Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Was brauchst du jetzt? Das kann uns schon mal sehr mit der Wut helfen. Und dann können wir die Gefühle wahrnehmen und die Bedürfnisse, die dahinter wahrnehmen, und uns dann auch wieder überlegen, beschäftigen wir uns weiter mit dem Problem oder eher mit der Lösung? Oder wir lassen es auch einfach erstmal so sein. Vielleicht ist das Bedürfnis dann gar nicht mehr so wichtig. Vielleicht erfüllt es sich währenddessen selbst. Vielleicht nimmt es einfach an Druck raus. Ja? Und es entspannt sich einfach etwas. Eine weitere Sache ist ganz normales Journaling. Das heißt, man schreibt einfach auf. Jetzt speziell nicht unbedingt bei Wut, sondern generell bei Sachen, die einen im Kopf beschäftigen, mit Gedankenschleifen, das Ich, was wieder versucht, irgendwas zu erreichen, wieder was abzuwägen, verschiedene Wege zu gehen und sich nicht entscheiden kann und dann ein riesen Drama draus macht und Gedankenschleifen. Wenn wir das einfach alles aufschreiben, ja, niederschreiben, dann kann uns das eine gewisse Ruhe geben, weil wir dann wissen, okay, da steht das, da kann ich mich später drum kümmern, da ist auch alles gesammelt und ich kann daran auch ansetzen. Ja? Ich muss nicht die Gedankenschleife immer wieder von vorne spinnen, weil es steht ja schon da. Und wenn ich dann mal eine Pause mache oder am nächsten Tag mich ransetze, kann ich das sehen, aha, da habe ich das schon mal, und dann führt es dich weiter. Ja? Du kommst im Prinzip raus aus diesem Kreislauf und kannst dann neue Wege gehen. Journaling ist einfach Journaling vom Tagebuch schreiben, ja, also einfach niederzuschreiben, wie es dir geht, was dir gerade im Kopf durchgeht. Das kannst du jeden Tag machen, das kannst du aber auch nur in bestimmten Situationen machen, wo du merkst, boah, selbst mit Hinsetzen und mit Atemfokus und mit allem drum und dran, du kommst einfach nicht raus aus diesem Gedankenstrudel, dann schreib es erstmal auf, lass das erstmal alles raus, pack's hin, nimm's ernst, sag dir ruhig wirklich hier, da steht's, da kümmere ich mich drum. Und dann ist es draußen und auch dann ist wieder der Beobachter da gewesen und du hast dir zugehört. Ja, und das ist auch alles, du hast dich ernst genommen, das ist etwas, was wichtig ist in dem Sinn. Und dann kannst du dich wirklich auch erst nochmal in die Ruhe begeben danach, dich zu meditieren hinsetzen, entspannen, Abstand gewinnen und dann danach das Ganze vielleicht nochmal durchlesen. Und auch da wirst du merken, wird sich auch etwas verändern. Manche Sachen betrachtest du wieder entspannter, bei manchen hast du vielleicht eine Lösung, manches ist überhaupt nicht mehr so wichtig und manches dreht sich halt einfach noch. Ja, Fragen wirst du immer haben. Du wirst nie auf alle Fragen eine Antwort finden. Das ist einfach so. Du wirst nie jedes Ziel erreicht haben, weil nach jedem Ziel immer Neues kommt. Das ist einfach so, dass wir in diesem Zustand sind, in dem einfach alles nicht planbar ist, nicht kalkulierbar, nicht festhaltbar ist. Ja? Und das wühlt einen manchmal auf, das macht einen nervös, hippelig und gereizt.
Und dann können wir das alles mal so ein bisschen in eine Struktur bringen. Das, was unser Kopf die ganze Zeit versucht, das können wir da so ein bisschen unterstützen. Eine andere Sache ist auch, wenn wir zu sehr mit negativen Problemen beschäftigt sind, weil uns irgendwie die Sorgen nicht in Ruhe lassen und der Fokus oder dieser Shift nicht so ganz funktioniert zu den guten Gefühlen oder die Essenz einzuladen, wie wir das schon in den vorherigen Folgen auch hatten, dann hilft es gut, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ich selbst mache das jetzt auch mittlerweile täglich in einer Kurzform. Ich nutze eine App, die heißt 5 Minute Journal, ja, weil es irgendwie 5 Minuten nur geht. Und es geht auch wirklich recht flott. Ich habe es auch reduziert darauf. Ich schaue mir einfach, ich mache das immer abends an, 3 Sachen, für die ich dankbar bin. Und dankbar, das ist einfach etwas, was mir spontan einfällt, was mir jetzt in dem Moment einfach gut tut. Und ich schreibe auch auf, warum ich dafür dankbar bin. Also, weil ich irgendwie mich, und dann versuche ich da so ein Gefühl zu verbinden. Ja? Zum Beispiel bin ich dankbar für die Firma Rode, weil sie ein super günstiges Anklemmmikrofon hat und eine tolle App für mein iPhone und ich damit Podcasts aufnehmen kann auf eine ganz einfache Art und Weise, überall, wo ich mich gerade befinde. Das wäre jetzt so dankbar, aber was macht es so wichtig? Weil mich mit dem Gefühl zu verbinden, ja, weil ich damit einfach spontan Wissen weitergeben kann, was mir geholfen hat, gelassener im Umgang mit mir und dem Leben zu sein und wo ich merke, dass es auch anderen hilft und somit so ein Bewusstsein wächst, dass wir alle irgendwie das Leben wieder lieben lernen und alle miteinander klarkommen. Ja? Und wenn ich das schon so sage, dann fange ich an zu grinsen und dann freut mich das jetzt schon und dann habe ich schon ein super Gefühl. Und obwohl vielleicht um mich rum alles scheiße ist, aber dieses eine Ding, das finde ich geil und das löst gerade in mir ein schönes Gefühl aus. Und jetzt haben wir ja gelernt in einer der Folgen vorher, wenn wir einmal so ein Gefühl haben, dann sollen wir uns auch Zeit geben. Also nicht darüber huschen, sondern gib dir 10 Sekunden Zeit. Du kannst das Bild in dem Fall jetzt mit diesem Mikrofon und dem Podcast und meiner ganzen Intention dahinter, das lasse ich jetzt los und bleib einfach mit diesem Glücklichsein-Gefühl für 10 Sekunden und spür, wie es sich anfühlt. Das reicht schon vollkommen aus. Und damit das bei so einem Dankbarkeitstagebuch auch noch nachhaltigere Wirkung hat, macht man das genau. Also man kann schon mehr, aber mindestens 3. Und in dieser App zum Beispiel sind es auch nur 3 Einträge. Ja, also ich suche mir 3 Sachen aus, für die ich dankbar bin. Und es kann etwas ganz Banales sein für den Apfel, den ich gerade geschenkt bekommen habe. Oder für die Kerze, die brennt. Ja, oder für das neue Paar Strümpfe, was ich habe. Oder aber auch für den Anruf, für den Blick von jemandem, für alles Mögliche. Ja, verbinde dich mit dem, für das du dankbar bist. Dann verbinde dich mit dem Gefühl, also warum bist du dafür dankbar, welches Gefühl verbindest du damit und dann nochmal so als kleine Prise obendrauf, lass das Bild los und lass dieses Gefühl einfach nur 10 Sekunden oder mehr in dich, durch dich ausbreiten. Ja, dadurch verändert sich unsere Wahrnehmung von Tag zu Tag mehr und wir nehmen im Laufe des Tages schon mehr wahr, was gut ist. Obwohl alles andere gerne schlecht bleiben kann, gerne. Ja, aber nur das eine, das nehmen wir mal auf. In der App gibt es dann noch ein paar andere Tools. Ich nutze dann noch gerne, da kann man sich so ein kleines Mantra aufschreiben, also zum Beispiel so eine Affirmation. Dann heißt zum Beispiel, ich bin und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und da kannst du eintragen, was du gerade fühlst. Zum Beispiel dankbar oder ich bin müde oder ich bin gern ich tanze gern sowas, ja, was gerade an dem Tag irgendwie für dich präsent ist und was dir auch nochmal ein gutes Gefühl macht. Und dann lass das wieder da sein. Es geht eh im Leben immer nur um Gefühle. Und wenn wir uns die ganze Zeit schon scheiße fühlen, dann können wir uns gern auch mal so ein bisschen an den Dingen laben. Das dritte Ding in der App, 3 tolle Sachen, die am Tag passiert sind. Ja? 3 amazing things that happened. Und da
überlege ich einfach drei Sachen, was ist mir am Tag passiert, drei, wo ich sage, okay, das war cool. Einfach nur drei. Und da fällt mir schon irgendwas ein. Und wenn mir gar nichts einfällt, fällt mir trotzdem irgendein kleiner, irgendwas ist immer. Drei einfache Sachen, ja. Da lass dich mal überraschen. Setz dich damit ein bisschen auseinander. Du kannst das am besten, machst du es morgens oder abends oder du machst einen Teil am Morgen, einen Teil am Abend. Denn wenn wir das am Abend machen, uns mit guten Gefühlen verbinden, uns mit Dankbarkeit verbinden, dann fallen wir auch in einen besseren Schlaf. Und wenn wir besser schlafen, machen wir entspannter auf, dann sind wir sowieso empfänglicher. Wenn wir das am Morgen machen, wenn unser Geist noch einigermaßen frisch ist, können wir uns auch schon mehr auf den Tag eintunen. Hat also auch Vorteile, ja, dass wir das gleich am Morgen machen. Ich mag es lieber am Abend. Ja, das wäre eine Variante noch. Dann haben wir als Viertes bei Stress, bei kreisenden Gedanken, auch bei Wut, bewegen. Und da gibt es die sanfte Bewegung. Das heißt, du gehst einfach spazieren. Ja? Lass einfach, wenn es im Geist kreist, dann bewegt deinen Körper. Wenn wir Stress haben, Adrenalin, Cortisol, Stresshormone, wenn der Körper angespannt ist, dann können wir das im Sitzen nicht wegmeditieren. Ja? Das ist einfach in den Muskeln drin. Da ist es gut, wenn wir das vorher ein bisschen ausbewegen. Ja, einfach sanft rausmassieren. Bewegung tut sowieso gut. Wenn der Körper sich bewegt, werden wieder Endorphine ausgeschüttet, Dopamin und verschiedene andere Hormone, die uns irgendwie so ein bisschen wieder Glück, inneres Glück bescheren. Ja. In der Natur zu sein ist sowieso gut. Frische Luft tut gut. Der Kreislauf wird angeregt. Die Lungen weiten sich. Das Gehirn wird durchblutet und erfrischt. Und somit können wir einfach so mit dem Stress ein bisschen ablaufen. Ist jetzt keine super nachhaltige Version, ja, weil nachhaltig ist nur, wenn wir wirklich verstehen, warum generieren wir unser Leid und wie können wir uns daraus befreien. Aber dadurch entspannen wir uns und können uns dann wieder mit mehr Abstand unserem Problem widmen oder die erstmal ruhen lassen und auch erstmal wieder meditieren, erstmal wieder da sein, erstmal wieder durchatmen, ja, und somit einen Abstand gewinnen. Bei der Bewegung kann man natürlich auch die anstrengende Variante machen, das heißt richtig Sport treiben, das ist Joggen ist gut, etwas, was dich zum Schwitzen bringt, ja, was die Muskeln brennen lässt, Liegestütze. Sehr gut ist auch dieses 7-Minute-Workout, das ist auch wieder, also es gibt es als App zum Beispiel, es gibt auch, glaube ich, auf YouTube, da machst du in 7 Minuten, machst du, jetzt muss ich mal überlegen, 12 Übungen, die jeweils eine halbe Minute dauern und dazwischen ist es 10 Sekunden Pause, ja, das geht einmal den gesamten Körper durch. Du machst das nur mit deinem Eigengewicht. Das heißt, du brauchst keine Sportgeräte dazu, außer einen Stuhl oder eine Kante, ja, an dem du so ein bisschen Trizepsübung und Treppengehen machst. Das brauchst du dazu. Und es sind 7 Minuten, die stärken deinen Körper. Ein gestärkter, starker Körper gibt auch einen gestärkten, starken Geist. Du hast also innerlich mehr Halt, den du im Körper spürst. Das wirkt sich wieder auf den Geist aus. Das heißt, du kannst auch widrigen Umständen besser entgegenstehen. Es wirft dich nicht so leicht um und du kannst den Stress verbrennen. Und du kriegst auch da wieder die verschiedensten Glückshormone in deinem Körper, die ausgeschüttet werden und generell einfach gegen das stehen, was du eigentlich vorher versucht hast zu kompensieren. Ja, du bist gestresst, willst eine Zigarette rauchen oder Eis essen oder irgendwas kaufen oder irgendjemanden eine scheuern oder was auch immer, dann pumpst du dich da mal 7 Minuten durch und dann wirst du merken, pff, vieles davon war nur heiße Luft und es ist verbrannt. 7-Minute-Workout, ja, kannst du gerne mal machen. Das nächste ist auch, und da gehen wir jetzt schon eher so in auch in Meditation, in Bewegung mit hinein. Und zwar gibt es da 3 Sachen, die ich sehr gut finde. Das erste ist Tanzen. Und zwar Tanzen nicht im Sinne von, es muss gut aussehen, du musst eine bestimmte Schrittfolge gehen, sondern Tanzen eher im Sinne von, ich lasse meinen Körper einfach sich so bewegen, wie er will und versuche, ihm einfach den Raum zu geben, wo er sich des Stresses entledigen kann, wo er sich das nehmen kann, was er braucht, wo er die Emotionen ausdrücken kann, weil Emotion ist auch immer etwas, was von innen nach außen will. Und Emotion, Emotion ist Energie in Bewegung. E-Energy, Motion, Bewegung. Ja, es will sich ja bewegen, es will nach außen. Und bevor wir jetzt jemanden klatschen oder anschreien oder sowas,
weil wir eigentlich gerade ein Gefühl haben, was sich so unangenehm ausfühlt, dann können wir das mit Musik ausdrücken. Du kannst dir dazu eine Playlist anlegen von energetischen Songs, die dich unterstützen. Du kannst auch ruhige Songs nehmen. Du kannst das so im Shuffle laufen lassen. Ich habe da auch verschiedene Playlists dazu. Die anschmeißen, dich hinstellen, deinen Körper locker lassen, die Atmung ruhig gehen lassen und dann einfach den Bewegungen folgen, was dein Körper gerade braucht. Und das kannst du so lange ausatmen lassen, wie du willst. Das kann auch mal eine Minute heftig werden und dann ist 2 Minuten mal wieder gar nichts. Bleib einfach im Kontakt mit dem Gefühl und deinem Körper und folge dem, was da gerade ist. Auch hier wieder das sei total. Ja? Wenn dir gerade nach Schreien, Strampeln und Boxen zumute ist, dann tob dich aus. Und wenn es eine halbe Stunde dauert oder wenn es nur eine halbe Minute dauert und wenn danach was Neues kommt, dann sei da wieder dabei. Ja? Also versuch da nicht, dich zu kontrollieren. Der Körper ist schlau. Der kann sich wirklich super selbst regulieren, wenn du ihn nur lässt. Dann können wir dann noch als vorletzte Variante das Ganze machen, und zwar durch eine Übung, die nennt sich Gibberish. Gibberish ist ein Reden auf einer Art, ja, auf Fantasiesprache oder auf Kauderwelsch. Das heißt, du fängst an, mit Stimme und aber auch den Körper hinzuzunehmen und alles einfach dir von der Seele zu reden, was dich gerade bedrückt, aber ohne Worte zu benutzen, die du kennst. Ja? Das Ding ist, dass du dann einfach nicht überlegen musst, wie drückst du dieses Gefühl jetzt aus. Ja? Vielleicht hast du gerade Wut gemischt mit Traurigkeit, gemischt aber auch mit Freude, mit Stärke, mit Arroganz, aber auch mit Einsamkeit und alles sowas. Ja? Dafür gibt es kein Wort. Aber wenn du einfach sagst, ja, und dazu deinen Körper noch mitbewegst, dann spielt es keine Rolle, was die Worte für einen Sinn ergeben, weil du nämlich eher mit dem Gefühl bist und dem Ausdruck. Und dann kannst du dich wirklich ausprobieren. Du kannst in verschiedene Rollen springen. Du kannst, wenn du das mit dem inneren Team mal gemacht hast, mit den multiplen Rollen, da einfach in die verschiedenen Rollen schlüpfen. Du kannst auch den, auf den du wütend bist, einfach nachahmen, nachäffen. Du kannst etwas tun, was du dir vorher nie getraut hast. Ja, wenn du zum Beispiel erschüchtern bist und eigentlich am liebsten mal jemanden die Meinung geigen würdest und immer auf den Tisch hauen und dir mal einfach rausnehmen willst, ja, den Raum nehmen und laut sein und agieren, was du sonst nicht machst, mach es in dem Moment, ja. Dreh einfach komplett durch. Und selbst auch hier sei total, wenn dir, weil auch das wird sich ändern. Du wirst bestimmt nicht 20 Minuten lang nur ein und dieselbe Rede schwingen. Das wird sich ändern. Und wenn du merkst, okay, 5 Minuten später hast du irgendwie, kommst du in so ein Gefühl rein, wo du vielleicht einen Hund nachmachen willst, dann schmeiß dich auf alle 4 Beine und sei der Hund für den Moment. Geh voll rein in die Rolle. Lass es raus. Du wirst deine Scham kennenlernen, dann leb deine Scham aus. Du wirst deine Grenzen kennenlernen. Geh über die Grenzen hinaus. Trau dich, mach einfach, sei voll da drin. Jedes Kind kann das. Wir Erwachsene haben es verlernt, weil wir uns immer maßregeln, weil wir uns immer kontrollieren, immer im Zaun halten. Es hat sowas Befreiendes, den ganzen Scheiß einfach mal über Bord zu schmeißen, die Grenzen zu sprengen und in dem Moment alles auszuagieren. Und du musst noch nicht mal was dafür nachdenken. Du lässt es einfach raus. Ja, Fantasiesprache, Gibberish heißt das. Und die Steigerung davon ist eine Meditation von Osho, die sich dynamische Meditation nennt. Das ist etwas, dazu braucht es eine spezielle Musik, die gibt es. Und vielleicht auch schon mal jemanden erfahrenen, der das gemacht hat. Da gibt es gute Kurse, die man besuchen kann. In der dynamischen Meditation geht es darum, dass man auch am Anfang, es sind so 5 verschiedene Phasen, hier geht eine Stunde die Meditation, der ersten Phase, da fangen wir an und atmen einfach ganz hektisch, chaotisch, unkoordiniert. Ja, es ist so ein Fokus auf das Ausatmen. Es geht hektisch ein, aus, ein, aus, ein, aus und versuchen somit durch diese verrückte Atmung mit Unterstützung des Körpers auch die Blockaden zu lösen, die uns hindern, die Kontrolle zu lösen, ja, die Grenzen zu öffnen. Wenn wir dann die Grenzen geöffnet haben und es dann passiert, kommt in der zweiten Phase für 10 Minuten die Möglichkeit, komplett durchzudrehen. Das ist auch die Anweisung, go mad, also werde verrückt, was auch immer da ist. Du kannst das da wieder vollkommen aus
austoben. Ja? Wenn dir nach Schreien zumute ist, schrei. Wenn dir nach Tanzen, Singen, Pfeifen, Schimpfen, den Boden verdreschen, nach im Kreisrennen, nach Mama rufen, nach Heulen, nach dich in den Arm nehmen, nach Summen, nach auf dem Boden im Kreis wälzen und alles auf einmal und alles sich abwechseln, ganz egal, mach es einfach. Ja? Das ist die Phase danach. Kommt eine Zentrierungsphase, in der man mit erhobenen Händen springt und auf den Fersen aufkommt und dabei das Mantra Hu ruft. Und in dem Hu sammeln wir alle Energie, die sich nach außen gerichtet hat, sammeln wir jetzt wieder im Körper, tief im Bauch, um dann in der vierten Phase wie eingefroren dazustehen und alles nur noch zu beobachten. Das ganze Schauspiel aus Emotionen, die sich entladen haben, die zurückgeführt wurden in die Zentrierung, all das sehen wir jetzt. Es ist immer wie es bei Sinuskurven, ja, es geht hoch und es geht runter, es gibt ein nach außen und ein nach innen gehen. Und in der Phase, in der eigentlichen Meditationsphase, stehen wir da als Betrachter dessen, die komplett nur noch mit dem Moment verschmelzt. Und damit man aus dieser Freeze-Phase dann gut wieder rauskommt, kommt danach eine Musik, wo wir dann Restgefühle oder neue Gefühle, was auch immer, oder einfach nur die Freude, dass wir die Meditation überstanden haben, dann einfach im Tanz nochmal bewegen lassen können, ja, dass die Energien im Körper wieder lebendig ins Fließen kommen. Das ist die dynamische Meditation. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe die auch im Zuge meiner Ausbildung mal 21 Tage lang gemacht, 21 Tage lang zu Hause. Sehr abgefahrene Geschichte, sehr, sehr befreiend. Und da lernen wir wirklich auch mit all den Übungen, lernen wir kennen, wie unsere Emotionen und Gedanken zusammen uns so dermaßen von ein Ding zum nächsten jagen, wie wir da eigentlich wie Sklaven hinterherrennen, um Bedürfnisse zu erfüllen, die eigentlich letztendlich nur Gefühle sind, die gefühlt werden wollen. Und wenn das einfach mal Raum kriegt, in Bewegung und in der Ruhe, also immer die Mischung aus ins Fließen kommen und aber auch ins Beobachten, dann löst sich so viel, das ist der Wahnsinn, ja. In uns, vor allem in Bezug zu uns selbst, ja, das ist dann so das, wo Selbstliebe stattfindet, ja, wo wir merken, so bin ich, so habe ich mich die ganze Zeit gar nicht getraut zu sein, so habe ich mich immer verleugnet, das habe ich mir ja nie getraut, das habe ich mir da nie eingestanden, das habe ich immer an mir verurteilt und da gibt es überhaupt kein Verurteilen mehr. Alles hat Raum, niemand kommt dabei zu Schaden, ja, und am Ende entspannt sich so einiges. Okay, das waren also die, ich glaube, 8. Also wenn man jetzt die Bewegung, die sanfte Bewegung und die anstrengende Bewegung einmal teilen, dann waren das jetzt 8 Sachen, die man machen kann, um gechillter zu werden. Ja, damit ist die Folge auch schon wieder beendet. Ich fände es cool, wenn ihr eure Erfahrungen damit mal ja, teilt mit mir und mit allen, welche Übungen ihr gut zurechtkommt. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen zu gewissen anderen Übungen. Stellt sie einfach in den Kommentaren oder in der Kuyome Facebook-Gruppe. Oder gerne auch, wenn ihr anonym bleiben wollt und für euch, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Bis dahin, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles, alles Gute. Wir hören uns dann später. Tschüss.